So, nach dieser etwas kurz geratenen Folge, ja, da war ich ein bisschen in Panikeige. Ja, tut mir leid. Beziehungsweise, ich habe nicht die Zeit im Überblick. Deswegen ging die letzte Folge nur 10 Minuten. Naja. Aber jetzt kommt die Action. Das klingt ja wie bescheuert. Okay. Stellen wir erstmal. Kochen wir uns mal eben einen Impfstoff. Legen Sie zum Start der Impfstoffsynthese die Rohstoffe in die Kammer. Niemals. Okay, Siri. Ah, Eike, kennst du es? Nein. Das ist das selbe, wie heißt es, dasselbe Chemierätsel wie auch im Resident Evil 2. Weißt du nicht mehr, unten im Labor mit den Pflanzenzombies? Schmatzen. Die Schmatzen. Ja, das kann man rausschneiden. Aber ja, das müssen wir erstmal wieder einstellen hier, damit wir die richtige Temperatur haben. Es muss nur so viel was. Ja. Siehst du eigentlich, ich könnte Arzt sein. Ja, mach's doch mal. Na, wenn das so einfach wäre. Es leuchtet sogar lila. Ist das normal? Nein. Man könnte eine Lavalampe draus machen. Mein Herz. Zum Glück hat sie sich nicht selbst dabei erstochen. Ah, das ist irgendwie die gefährlichste. Tod. Und zum Glück kommt er jetzt gerade nicht gerade nicht hinterher. Naja, es gibt ja immer noch diese. Na, Panty Shot? Nicht ganz, oder doch? Hörst du jetzt mal auf. Ich bin doch auch nur ein Nerd. Du bist ein Higikomakori. Ein Higikomakori. Das bist du. Ich bin gerade bei einem Sterben. Gleich. Oh, in Gefahr, dass dieser Tentakel ganz schlimme Sachen mit mir macht. Ah, zählt das als Quicktime-Event? Nein. Der Messer scheint nicht besonders stark zu sein. Oh, das Heizöl ist doch wieder mal teuer geworden. Tschüssikowski, Assis. Oder besser gesagt, sein Fall Tschüssikaffi, du Assi. Der nicht mal richtig zielen kann mit seinen Raketenwerfer, weißt du es noch? Er ist ja auch schwer verletzt. Nein, ich meinte die eine Szene, wo wir aus der Stadt geflohen sind. Wo er noch mit den, wo er den fetten Raketenwerfer ausgepackt hat, weißt du das nicht mehr? Nein. Und er uns einfach nicht getroffen hat. Oder beziehungsweise wir direkt vor ihm standen und er uns nicht erwischt hat. So, okay. Die Sprengstoffe verstauen wir mal. So, das heißt es hier, ausrüsten, weil jetzt kommt großer Bossfight, Eike. Was heißt? Ja, endlich. Das heißt, machen wir hier. Wollen wir das hier zeigen oder wollen wir das drin lassen? Wie du das. Besten. Gut. Oh, ich sehe gerade, Eike, da liegt auch nochmal Munition. Ja. Auch ein subtiler Hinweis darauf, was dann jetzt, ja, ihr seht es. Ich glaube, das reicht. Was jetzt kommen wird. Was in Gottes Namen ist das hier? Eike! Wir haben es herausgefunden. Umbrella ist in Wirklichkeit Shinra aus Final Fantasy VII. Na endlich. Ja, guck da unten. Das sind die Kammern, wo Mako, hier ist das Wort. Wo Mako extrahiert wird. Genau. Sag ich doch. Ja, ein subtiler Hinweis darauf, dass die Brandgranaten mit der besten sind. Aber das haben wir ja schon bei dem ersten Kampf gegen Nemesis festgestellt, wo er ja so ein wenig angefangen hat zu mutieren. Was eigentlich irgendwie ein bisschen komisch ist. Warum hat er da erst gemerkt, dass er in Flammen stand? Er stand schon die ganze Zeit in Flammen. Boah, hast du das gesehen eigentlich?
sein Parasit in der Brust. Er hat rot geleuchtet. Oh, was haben wir denn hier? Nikolai, stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff! Mehr als ich? Ja, die Stadt muss gerettet werden! Wie es scheint, sind meine Weisheiten immer noch nicht zu dir vorgedrungen. Ja, ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Machen wir einen Deal. Okay. Du gehst runter, bekämpfst den Nemesis und ich film alles und verkauf die Kampfdaten. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Er lügt doch. Gut. Wie kommst du darauf? Weil er Nikolai heißt. Ist etwa so viele Nikolais? Man weiß, dass jeder, der Nikolai heißt, ein Verräter ist. Ja, er ist ein wenig grantig. Ja, und hat sich, er ist sogar noch ein bisschen weiter mutiert seit dem letzten Mal vor einem Uhrenturm. Ja, das ist so. Ja, das sieht man an den Knochen. Das sieht man an diesen. An diesen Knochensplittern, die euch rausragen. Cool. Ich glaube, das war ihn schon genug, oder? Au! Oh! Okay, jetzt müsste Jill eigentlich tot sein. Oder nackt. Ja. Oder zumindest ihre Gedärme müssten jetzt raushängen. Ups, da war daneben. Weg. Heil dich mal. Nein, erst beim nächsten Treffer. So, jetzt steht er in Flammen. Sehr gut. Jill, bist du das? Carlos? Dante! Dante! Hier geht's gut. Ich halte für dich Ausschau. Gute Idee. Du hältst für mich Ausschau? Danke! Ach ja, Eike, falls du dich fragst, was das hier eigentlich ist. Hier werden die Forschungsüberreste verklappt. Es ist also ein großer Abfluss. Ah, Zombies! Wer hätte das gedacht? Warte mal, sind hier noch welche? Ich kenn's so schlecht. Ich sollte mich aufrecht hinsetzen, dann kann ich besser sehen. Willst du nicht eine Mine setzen? Der rennt da draußen wieder rum. Ja, warte. Uah, Scheiße! Mistkuh! Jetzt sollte ich einen Spray besetzen. Ja. Was ein Blödmann, der Scheiße. Nummer was? Und dafür verschwendest du gute Munition. Ja. Das war jetzt ein Zufall. Das war nicht gewollt. Ja. Beste wäre natürlich, wenn ich ihn an seinen Parasiten, der in seiner Brust steckt, treffen könnte, weil ich glaube, das ist seine wirkliche Schwachstelle. Ja. Eine Millisekunde zu früh. Sieht schon, sagt doch, wir brauchen nicht so viel Heilung in der Vorbereitung. Ja. Wir brauchen nur Munition. Heilung ist okay. Na, jetzt macht er wieder auf Pferdchen. Da kommen wieder raus. Da kommen noch mehr! Aha, wenn sie rausrollen, dann zählt der Treffer also nicht. Okay. Hinter dir. Ja, Bewegung bleiben. Nummer 3! War 3? Nummer 3, schieß auf 3. Ah! Was ist denn hier los, Alter? Du spielst halt einfach scheiße gerade. Ja. Jetzt bring den Arsch um. Ich soll ihn umbringen? Oh, er ist doch so nett. Ah, sein Parasit hängt raus, hat man gehört, ne? Alter, was sollen die? Das liegt jetzt an der Kamera. Ah, das liegt an der Kamera. Es ist immer die Kamera. Immer ist die Kamera schuld. Ja. In dem Fall ist aber wirklich die Kamera schuld. Ja, bla bla. Ja, guck mal, die ist viel zu nah dran! Ja, dann lauf doch woanders hin. Ja, ich will ja gerne, aber der Kameramann hängt zu nah an mir dran. Der ist so sehr fasziniert von meinen Busen.
Ei. Oder den komischen Übergang da von meinem Hals. Wir sind noch mehr gekommen. Jetzt reicht's mir. Jetzt weich ich die einfach kaputt. So. Wo seid ihr, ihr Spastis? Oh, ich weiß, das ist eine Mikroaggression. Das ist eine Mikroaggression. Alter! Er hat's gesagt, hinter dir. Ah, oh, du Mistkuh!